Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Warhammer 2. Cigarro und ich strugglen hier gerade eben immer noch gegen die Umwelt. Und ich, so wie es aussieht, hat Cigarro jetzt hier eine Schlacht vor sich. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Angst davor. Hallo? Ach, das klappt schon, das klappt schon. Meinst du? Ja, das kriegen wir hin. Selbst wenn da ein paar Monster drin sind, ganz im Ernst, wir haben immer noch die Möglichkeit, die restliche Armee zu schlagen mit Lord Kroak. Dann dürfte das eigentlich. Du musst eigentlich nur eine Sache irgendwie hinbekommen. Was siehst du? Guck mal. Ist doch eigentlich easy. Du musst sprich eigentlich. Zu Ende. Was nur muss ich hinbekommen? Ich bin ganz die offen. Wenigen regulären Truppen, die sie hier haben, die musst du irgendwie an ein und die Stelle selbe Stelle packen. Ja. Das heißt, wir stellen dieses Mal gar nicht mega breit auf. Wir stellen am besten deine Infanterie tief auf. Drei Linien würde ich machen. Mein total absurdes System. Ich würde die schwächsten Einheiten in die Mitte nehmen, die drei Skinks. Und ansonsten trapierst du die schweren Jungs drumherum. Also so vier Mann breit und dann einfach nur tief, tief, tief. Weißt du, was ich meine? Ja. Wäre so mein Gedanke. Weil dann binden wir sie ganz, ganz eng beieinander und dann kann ich Lord Kroak unglaublich effizient einsetzen. Wir können auch von, ich weiß von wo wir gehen, von hier. Ja, genau. Das ist ein perfekter Ort. Perfekt. Da konntest du eh nicht mehr als vier Mann gleichzeitig aufstellen. Guck, also ich stelle jetzt die Jungs hier da auf. So. Und du trapierst jetzt die anderen drumherum. Da kann hier noch eine hin. So, hier, Kastenform. Theoretisch kannst du hier noch so eine Unit-Size hinpacken. Ja, nicht ganz so weit. Das sollte eigentlich hier aufhören. Da war die Perspektive mir im Weg. Genau. Was man im Grunde wie so einen Gewalthaufen nennen würde, ne? Genau. Und dann haben nämlich die Gegner relativ wenig Möglichkeiten. Du müsstest nur noch deine Einheit dazu bewegen. Zack, hab ihn. Entschuldigung. Ich verpenne gerne mal Charaktermodelle. Jetzt richten wir uns ein bisschen aus. Ja, das können wir machen. So, ich stelle mich da hin, genau. Problem ist, die kommen nicht. Abwarten. Erstmal gucken. Da kommt ein Flieger. Ja, das machen die Wurfspeere. Lass die Flieger nur kommen. Wenn sie landen, greifst du sie an. Ich zoome da mal rein. Mhm. Sowas haben sie. Ja, so besonders sind die Einheiten auch nicht, die haben. Ein paar Saubissel. Oh, da kommt noch was. Chamäleon-Skings. Witzig. Ah, sie bleiben gerade da stehen. Yikes. Okay, ich muss kurz mal vorplänkeln, ne? Nee. Achso, ja, das ist auch okay. Ich muss sie halt abschießen, das ist halt der Punkt. Weil ich bin der Einzige, der an diese scheiß Flieger rankommt. Und Lord Kroak kommt nicht mal an die ran, ne? Jetzt bewegen sie sich. Jupp, weil sie merken, dass ihre gesamte Fernkampftaktik nicht aufgeht. So, ich gehe nicht hinterher. Geplänkel haben sie verloren. Mach mal die Formation enger. Das sind große Lücken, da kommen die Kampfechsen durch. Also insbesondere hier. Ich
So, genau. Das habe ich nämlich neulich bei Günner gemacht. Also als ich in den neuen Kork mit Günner habe ich tatsächlich einen Gewalthaufen gespielt. Hat Günner festgestellt, du spielst hier einen Gewalthaufen. Fernkämpfer sind wieder da. Ja. Aber sie sind jetzt alle sehr nah. Warte mal, ich versuche es. Versuche ranzukommen. Aber ungefährlich ist es nicht. Können die werfen? Ich bin mit. Das Problem ist, die werden manchmal einfach gerne auch mal blockiert. Durch die Saurüssel daneben, ne? Aber bis jetzt scheint es. Doch, das räumt die weg. Terradon Reiter ja, geht auf. Ja. Oh, da kommt was Großes, Hässliches, Stinkendes. Oh. Flankenangriff hat ja auch stattgefunden. Jetzt geht's hier los. Ja, die. Ah, doch, wir haben ihnen gut Schaden gemacht. Wollte gerade schon sagen. Boah. Ja, die Saurüssel haben hier die Schnauze voll. Ich meine, die Echsenreiter haben die Schnauze voll. Ich mag gerade eben Skinks, um damit easy wegzuräumen. Ah, shit, die sind rausgerannt wieder. Ich habe bloß diese Flieger erwischt. Okay, jetzt in der Mitte ist ganz schön am Fetzen gerade. Ja, ich mache den nächsten Zauber, aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Energie, weil da doch zwei Zauber daneben gegangen sind, dooferweise. Aber das hat jetzt hier gerade die eine Menge Saurus-Krieger gekostet. Komm, jetzt killt die Kampfechsenreiter hier. Ich muss jetzt kurz warten, bis ich überhaupt wieder Energie habe. Da flieht jetzt hier das große, hässliche Stinkevieh, der Stegalon. Ihr sollt nicht angreifen. Achso, ich habe keine Speere mehr. Das ist das Problem. Ich habe nur noch mit einer Unit-Speere. Find mal die letzten da, die da kommen. Da kann ich nochmal einen Zauber reinheizen. Bin dabei. Und. Ja, die haben halt Rüstung. Das hat halt echt nicht viel ausgemacht. Ah, jetzt fliehen sie. Sehr gut. Das ist nur noch den oberen Boss. Noch kein Army Loss Penalty jetzt hier gerade eben. Ich greife jetzt mit Lord Kroak tatsächlich diesen gesegneten Bastilladon an. Weil der macht gut Schaden und guck mal, der bangt jetzt auch. Na cool, der ist runtergerannt. So, alles killen, was rumrennt. Jo, das machen wir, keine Sorge. Wir arbeiten dran, so stark wir können. Ich versuche jetzt hier nochmal abzufangen hier. Ja, nee, das war's. Army Lost Penalty. Die sind geschlagen. Ah, kannst du nochmal verfolgen. Du warst ja auch nah genug dran. Aber guck mal, den nächsten Angriff kannst du berechnen. Stimmt. Da ist nicht mehr viel übrig. Aber diese Monster, diese Kreaturen, die großen, die sind, also wenn du die geschickt einsetzt, ist das heftig. Ja, wobei die sind eher Tanks. Also ich persönlich empfinde sie eher als Tanks und dann musst du halt noch drumherum was machen. Also Fernkämpfer einsetzen, Zauber massiv einsetzen. So habe ich das zumindest immer gemacht. Ansonsten sind die eigentlich relativ unspektakulär. Bis auf die Maschine der Götter. Die ist wahrlich spektakulär. Wenn dann dieser tödliche Strahl von oben kommt, weißt du? Aber das hast du ja leider noch nicht. Wenn du das Ding hast, ey, dann wirst du jubilieren. Jetzt berechnen wir. Genau. Ich finde diesen Strahl fast genauso schlimm wie die Zauber von Lord Kroak. Und in gewisser Weise ergänzend, weil er ein bisschen anders funktioniert.
Der fräst sich halt durch Einheitenformationen. Ich habe Söldner freigeschaltet. Sehr gut. Welche denn? Ich habe einmal die Kohorte von Pok Hopok, Kampfechsenreiter, freigeschaltet. Ja, die lohnen sich nur, wenn du auf Kampfechsen ein bisschen setzt. Und dann die ja Amax von Stachel-Salamander Jagdrudel. Oh, die sind scheiße. Oh Gott, sind diese ganzen Salamander schlecht. Ich habe die mehrfach schon eingesetzt. Auch immer wieder so auf Anfragen von Zuschauern. Hey, spiel doch, probier doch nochmal die Salamander. Die haben doch Rüstungsdurchdringung. Ich persönlich finde die einfach nur schlecht. Ist, egal wie ich die einsetze, die taugen nichts, wie ich persönlich finde. Die haben immer zu viele Verluste. Für so große Monster, finde ich einfach, sind die einfach viel zu schnell tot. Chaco hast du ja gerade eben erst eingenommen, ne? Deswegen kannst du da nicht mehr raus. Leider kann ich da nicht mehr raus. Nee, aber Gorok hat sich aufgelevelt. Mhm. Ja gut, das heißt jetzt, du wirst jetzt mit deiner Hauptarmee, wo Gorok ist, erstmal wieder zurück zur Säule gehen, ne? Und dann den Süden unter Druck setzen. Ich habe vor, tatsächlich, also ich möchte erstmal zu den Säulen mich kurz leicht regenerieren. Oh, mhm. Und er hat noch ein Level. Hat er zwei gekriegt? Zwei sogar. Selten. Und Lord Kroak hat auch wieder ein Level. Was gebe ich denn dem jetzt noch? Das Lustige ist aber, nachdem man ihm, glaube ich, so 10 Level-Ups gegeben hat oder so, Lord Kroak, wird es langsam aber sicher dünn mit den Sachen, die dann so noch richtig reinhauen. Also der ist eigentlich so von Grund auf sehr beeindruckend, aber dann ja, kommt da irgendwie nicht mehr so. Der hat auch so ein paar Fähigkeiten, die irgendwie so unpraktikabel sind. Also ganz unten rechts zum Beispiel. Ja, da habe ich auch nicht viel gemacht, tatsächlich. Ja, aber du wirst irgendwann mal da hinkommen müssen, also ich, weil der ja ein Held ist. Also der ist halt, wie gesagt, ganz... Also er ist nach wie vor ein starker Charakter, aber ich glaube, der hat auch so ein paar Tücken. Ich glaube, insbesondere gegen einen menschlichen Spieler ist der nicht so gut. Also wenn du gegen guten menschlichen Spieler spielst, der sieht halt einfach, dem reichen die 5 Sekunden, um seine Truppen in Sicherheit zu bringen, ne? So. Ich hoffe einfach nur, dass ich Xeti da unten platt mache. Puh. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Denke, ich bleibe hier auf jeden Fall auf der Seegarde. Wobei man dazu sagen muss, ne, Seegarde ist nach wie vor trotzdem immer noch eine sauteure Angelegenheit. Machen wir mal 6 Stück von der Seegarde. Ich persönlich zum Beispiel bin ein Fan, also falls ihr euch zum Beispiel fragt bei den Bogenschützen, leichte Rüstung, ja oder nein? Nein. Denn die bringt einfach nicht so viel. Ihr wollt mit den Bogenschützen sowieso keinen Nahkampf machen. Wenn ihr mit den Bogenschützen in den Nahkampf geht, ist sowieso schon alles verloren. Aber die Seegarde sind jetzt, sind das jetzt die Speerträger, die dich zur Weißglut gebracht haben vorher? Nee, ne? Ja, aber das lag nicht an denen, das lag am gegnerischen Charaktermodell. Ja. Da ist ja alles ganz schnell weggerannt, sogar die weißen Löwen sind einfach davon gerannt. Das war schon kurios, ja. Das war relativ offensichtlich. Du wirst jetzt deine Fänge gen Norden ausbreiten, oder wie? Ja, wobei ich noch ein Problem habe, die Hüter der Flamme, da bin ich mir momentan noch nicht so ganz sicher, ob ich sofort ausrücken soll. Ja, der ist halt noch nicht komplett voll regeneriert, ne? Aber auf der anderen Seite hat mich das bisher noch nie so wirklich geschert. Außerdem kann ich hier ohnehin noch weiterlaufen, wie ich gerade eben sehe, das ist alles noch mein Gebiet. Ich alles noch mein... Traversing. Ja, weiter gehe ich jetzt aber nicht. Giftlichtung. Die kennst du noch. Ja. Das ist auch so eine Neverending-Story hier. Das sind hier viele Charaktermodelle. Versuch da mal den einen oder anderen wegzumessern. Jawohl, der erste ist weg. Wo bist du denn? Oben bei der roten Wüste. Ach, da messe ich gerade eben fröhlich rum. So, ja, was mache ich jetzt mit dem Typen? Oh, hast du gesehen, dass die Kragrott-Tiefe eingenommen haben? Rechts von deinem Helden? Die Verbannten von Neek haben den Dunkelelf daraus weggenommen. Ach so, ja, das ist für mich relativ irrelevant. Für mich hätte es Sorgen gemacht, wenn sie die Storak-Chor genommen hätten. Dann hätte ich mir Sorgen gemacht.
So, warte mal, wo bist du jetzt hier schon wieder? Du bist irgendwo hier. So, mein Assassin ist auf dem Weg. Mit einem Spezialauftrag. Boah, wie lange noch? 7 Runden, dann kann ich endlich Mörbheim auf die 5. Stufe hochbringen. Oh Mann. Ich erwarte das so sehnlichst. So sehnlichst. So, und jetzt gucke ich mal gerade nochmal drüben in Grace, was ja jetzt mir gehört. Was bauen wir denn da jetzt? Könnte hier Rekrutierungskosten für Speerträger reduzieren, aber ganz im Ernst, irgendwie rockt mich das nicht. Ganz und gar nicht. Nee, ich mache lieber hier noch mehr Geld. Elfischer Zimmermann. Du machst auch eh schon so viel Kohle. Ja, ja, aber man kann nie genug Kohle machen. In diesem Spiel definitiv nicht. Kann ich nochmal den Unterhalt für weiße Löwen reduzieren? Uiuiui. Mann, bist du deine zweite Armee hast, willkommen. Vergeht aber auch Zeit. Die Lili. Die kann ich hier nicht bauen, warum kann ich. Hä? Ach, ich baue das schon, deswegen. Stimmt, ich wollte hier die Mauer reinbauen. Jo, dann haben wir das. Orden der Lehrmeister. Ich kontrolliere jetzt halt jede Runde, ob ich mir wieder irgendetwas konföderieren kann. Du hast aber die letzte Konfi ist noch so frisch. Ja, ja, die ist 3 Runden her oder so. Aber ich kontrolliere trotzdem jede Runde, weil ich es garantiert vergessen würde. Alleine schon wegen unserer nicht alltäglichen Aufnahmesessions. Das stimmt. Geht auch nicht anders. Wenn du dann quasi 3 andere Spiele dazwischen spielst, dann weißt du gar nicht mehr, was los war. Ja, vor allem 3 andere Spiele des gleichen Spiels, also Durchläufe. Jep, unter Umständen kommt es durchaus vor. Oh, da will was, der Luthor Harkon will was von mir. Der will Geld von mir, dass wir Frieden machen. Luthor, nein. Er hat nur noch eine Stadt. Das ist eigentlich so eine krasse... Wenn ich jetzt nicht im Norden zu tun hätte, würde ich extra deswegen nach Süden ziehen. Um ihm zu zeigen, was ich von ihm halte. Oh! Oh! Ich kann machen, was ich will. Es wird einfach nicht besser. Oh. Du brauchst 2 Armeen, es ist einfach so. Ich baue ja gerade die 2. Armee auf, ja, ja. Ich kann nicht überall sein. Aber ich habe jetzt auch zum ersten Mal das Geld, um 2 Armeen unterhalten zu können, ne? Die sind echt gut. Ja, der Verband von Nerg ist nicht schlecht. Ja, der hat einfach nur eine geile Position da. Da kommt es einfach nicht wirklich hin. Und er hatte das Glück, dass ich mich um diesen blöden Skaven kümmern muss. Und ich werde mich jetzt auch erstmal um diesen blöden Skaven kümmern, weil das endlich aufzuhören hat. Ich sehe es einfach nicht mehr ein. Diese Flut an fiesen Viechern. Ja. Es ist halt auch diese unglaublich ermüdende Taktik, dass er einfach immer wieder dir Manpower vor die Nase wirft, ne? Ja, ja. Oh, was kommt jetzt? Hä? Was wollt ihr? Ich bin ganz im Süden. Was wollt ihr von mir? Ihr wollt Frieden? Nein? Ihr liebt das Chaos. Ich hasse euch. Um die kümmere ich mich noch. Die wollen mit mir Frieden. Ja, wobei, das sind jetzt Dunkelelfen. Die sind gar nicht auf der Chaos-Seite, aber sind trotzdem immer noch Dunkelelfen. Die einzigen Dunkelelfen, die Chaos-Korruption verbreiten, sind ja schon tot. Das war ja Morati. Die ich übrigens noch nie gespielt habe. Habe ich auch noch nicht gespielt. Wäre mal eine Möglichkeit. Was ich echt mal ändern sollte. Ja, die verbreiten Chaos. Sind sie denn auch mit jeder Chaos-Armee, die auftaucht, verbündet? Nein, das nicht. Aber ich glaube, die haben eine bessere Chance, mit denen gut zu stehen. Oh, das kann ja wohl nicht angehen. Der läuft genau so, dass ich ihn nicht krieg, der Lurch. Das hat er bestimmt mit Absicht gemacht. Das Clan Fester vor Tlaxtlan. Kann dein Held, warte mal, der kann. Nee, der kann nur Armee angreifen, der kann die Armee leider nicht verlangsamen. Manchmal ist halt so ein Held, der Armee verlangsamen kann, halt wirklich gut, ne? Aber das kann deiner nicht. Er kann ja auch nicht über den Fluss. Ich stell mich mal hier hin. Jo. Ach, auch der Held kann sie nicht angreifen gerade eben, ne? Ja. Das ist krass.
So, jetzt erstmal ja, genau. Lieber mal rein, weil dann regenerierst du deutlich mehr, ne? Auf jeden Fall. Oh, was sehen meine Augen im Norden? Ratten. Ich sage, Clan Festo steht vor Tlaklan. Oder Tlaklan, wie ich es immer sage. Irgendwie so. Ich versuche es halt immer so, wie so eine Echse auszusprechen, die ja ohnehin halt immer so aussprechen, weißt du? So, ich denke mich da so Roleplay-mäßig rein. So, wenn du Glück hast, ist in 3 Runden Markus Wulfhardt Geschichte. Also zumindest für eine Weile. Das wäre schön. Aber er hat auch ein ganz schön an Territorium eingebüßt. Endgültig töten kann ich ihn ja nicht. Wo ist jetzt hier mein Assassine? Assassino. Where are you? Da ist er. Da ist er auch noch nicht. Okay, ich weiß jetzt ziemlich sicher, wo er ist. Oh, ey, ohne Witz, diese scheiß Spinnenebene. Sobald ich wieder nach links gehe, kommen die blöden Skarben wieder. Weißt, ich greife die Giftlichtung an. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Warte, ich fliege. Nee, brauchst du nicht. Guck dir mal den Dreck an. Guck dir mal das an, was ich jetzt hier mache. Ach, die hocken da drin, ja? Die Schweine. Ja, ich habe das berechnet, weil die haben keine Chance. GG! Deine Armee ist so böse, ne? Yo! Plündere und besetze aus Frust. So. Ja, dann müsstest du weiter nach rechts laufen. Wieder ein Level up. Was nehme ich denn dieses Mal? Will ich dieses Mal... Ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich auf Schwertmeister gehen soll. Viele Leute sagen immer wieder, ich soll mal Schwertmeister ausprobieren. Die wären so geil. Okay. Ich bin aber persönlich dann... Also ich mag eigentlich vom Tabletop her, von der ursprünglichen Lore her, mag ich die Schwertmeister unglaublich sehr. Aber ich weiß, dass in diesem Spiel hier halt einfach Defensivwerte so viel wertvoller sind. Und deswegen sind aus meiner Sicht die Hüter der Flamme eigentlich die bessere Wahl. Die machen rüstungsbrechenden magischen Schaden. Weißt du, das ist einfach eine Kombo. Ist halt geil. Die halt ihresgleichen sucht. Mal überlegen. Weil wenn ich nämlich den jetzt hier noch verbessern würde, dann würde der nochmal 5 Nahkampfabwehr und 10 Rüstung bekommen, der Phönixgardist. Aber auf der anderen Seite, ich habe genügend Punkte. Warum wählen? Vielleicht muss ich ja gar nicht wählen. Vielleicht kann ich ja einfach. Aber du könntest natürlich auch einfach, weil einfach einige Leute aus der Community dich darum bitten, einfach mal das machen, damit du sie vielleicht dann auch visuell eines Besseren belehren kannst. Ja, also ich kann auf jeden Fall mal beide nehmen, deswegen sage ich muss ja noch gar nicht wählen. Also ich kann ja, ich habe so viele Punkte eigentlich übrig von meiner ursprünglichen Skillplanung, dass ich eigentlich gar nicht so recht weiß, wohin damit. So, jetzt brauchen wir nochmal 4 Bogenschützen. Und dann haben wir eigentlich schon mal so eine Half-Stack-Armee zusammen. Ich habe bloß immer noch keinen Magier. Das ist das Einzige, was mich noch so ein bisschen annervt hier. Ja, Magier ist nicht schlecht. Puh. Ich glaube, ich soll mal ein bisschen Einfluss sichern gehen. Boah, ist das teuer. Wenn du gleich die Runde abgibst, möchte ich einmal sehen, was Orden der Lehrmeister unternimmt. Die sind als zweites gleich dran. Können wir machen, kein Problem. Ich muss gerade eben noch mal gucken, ob ich noch mal mit irgendjemand handeln kann. Bretonia, du bestes aller Bauernländer. Ich glaube, ich möchte mal lieber. Ich möchte echt mit Bretonia gut stehen. Weil das wäre noch so mal ein potenzieller Handelspartner. Wäre es auf jeden Fall. Und es ist auch anscheinend ein potenzieller Partner für allgemein ziemlich zielstrebige Unterfangen, wenn du dann doch irgendwann vielleicht mal rüber gucken willst. Ja, gibt wenig Gründe für mich, das eigentlich zu tun. Hast du gesehen, wo Lothan da oben ist? Ja, Lothan geht angreifen. Das machen die gerne. Die haben eine grundlegende Abneigung gegen die Dunkelelfen. Das ist
so eine klassische Strafexpedition. Die gehen da mit zwei Armeen jetzt hoch. Alter, wie krass. Die wollen direkt zu den Dunkelelfen. Guck mal, die stehen auch schon in Kar und Kar. Da haben sie schon eine Stadt. Ja, ja. Alter, wo die überall unterwegs sind. Die Hochelfen machen jetzt hier gerade mal richtig schönen Ausfall. Aber ich habe denen halt auch das Leben extrem leicht gemacht, seitdem ich Morati gekillt habe. Die sind meistens immer so die Hauptangreiferin. Guck mal, Orden der Lehrmeister steht für dich da jetzt quasi als Unterstützung bereit. Ja. Naja, die Frage ist jetzt, die werden abhauen, Xeti. Aber die Frage ist, in welche Richtung, ne? Ja, er muss gen Norden gehen. Alles andere würde er nicht hinkriegen. Gucken, wann sie kommen. Clan Rictus sind doch bei mir, ne? Der will jetzt Frieden mit mir, der komische Gabe. Gibt mir sogar 3000 für. Nein. Wo hat er die denn ausgegraben? Frag ihn mal, Alethanar, wo er die geklaut hat. Alethanar vergibt nicht. Ja, der hat halt gerade eben realisiert, was meine Armee halt kann, ne? Und er denkt sich so, na, scheiße. Bam. Okay. Ja, da verliert der Hochelf wieder was. Ja. Tackles, du alte Nudel, ey, wieso? Also ganz ehrlich, wenn ich mit Xeti durch bin, muss ich diese Vampire da auch mal langsam wegputzen. Oh. Das hier ist eine Schlacht, die müssen wir schlagen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, 8, 9, 10 Minuten ist noch okay. Na komm. Entweder das geht schnell oder halt nicht. Oha, okay, ich bin bereit. Übliches Vorgehen, oder? Ja, also es gibt ja auch eine ganz, die normalen Skelettkämpfer kann man einfach so niederreiten. Ansonsten weiß ja, die normalen Skelette, auch die Speerträger, können nichts. Vor den karasnischen Kriegern, vor denen musst du dich in Acht nehmen und vor diesen komischen Statuenviechern da. Ja. Auf jeden Fall. Von denen hat er noch einen Trupp dann irgendwann. Ja, ich gebe dir auf jeden Fall wieder die Ritter. Alles klar. Oh. Und ich behalte den Adler und die Dingens. Schnee? Schneeelfen. Mir gar nicht mitgerechnet. Okay. So, Moment, wo gehen wir hin? Ja, wir stellen uns wieder da. Oh, das ist wieder gut. Wir stellen uns wieder da hinten hin. Ganz stumpf. Also, ich bin bereit. Ich muss dann hier gleich aufstellen. Ja, ich habe die beiden Einheiten. Gut, legen wir los? Ja. Da los, ey. Ist halt ein bisschen suboptimal, dass sie halt hier durch können, aber vielleicht können wir sie davon abhalten. Guck mal ganz kurz zu meinen Einheiten, wo die sich gerade aufstellen. Es ist ganz wichtig, dass der Gegner hier nicht rein kann. Alles klar. Weil guck mal, von den Balken her ist es nicht unmöglich, das zu schaffen, ne? Ja, es wäre drin. Nicht gegen den General kämpfen, schaffst du nicht. Den müssen wir leider aussparen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, ich muss doch hier einen hinstellen. Oh,
der General ist super schnell, ne? Hat der irgendwie ein Fahrzeug oder was ist? Der ist 46 schnell, ich bin 48 schnell, trotzdem kommt er an mich ran. Wow, ja, das liegt an der Schwierigkeit. Siehst du das? Mhm. Aber es ist gut, weil wir haben diese Riesentruppe hinter uns auf den Pferden gerade. Und die anderen greifen nur an. Das bedeutet, die kannst du womöglich wegknacken. Alter, ist ja General. So, die Dingens haben wir gekillt. Ich versuche den General jetzt... Man müsste ihn halt mal separieren. Ich würde ihn gerne jetzt hier wirklich mal mit dem Geier angreifen. Guck mal, da drüben fängt jetzt hier schon das Feuergefecht an. Ja. So, jetzt schieße ich auf den General. Ah, das sieht gut aus hier oben. Ja, da kommen zwei, da müssen wir es halt einfach draufhalten. Ja, der Geier soll jetzt hier nicht mehr kämpfen. Nicht gegen die. Das wollen wir nicht. Ihr geht dahin. Ne, ihr zielt jetzt so rüber. Ne, genau, ihr bleibt so. Ihr schießt hier weiter. Gut. Ah, ich habe da gut gerade reingeritten wenigstens. Ein paar Truppen zwar verloren, klar, aber ich konnte ihn gerade ein bisschen wehtun. Es geht wie immer ums Netto, ne? Ja, eben. Komm, jetzt schießt schon. Ey, warum schießt ihr denn nicht? Okay, wir killen jetzt hier ein paar Ushabti. Okay, Feuer, Feuer, Feuer. Werft jetzt rein. Wir gehen bei den Reitern jetzt die Pfeile aus. Ja, dann also ich führe meine Reiter auf deine linke Flanke. Also die kleine Flanke, um von hinten da reinzureiten. Mhm. Genau, das ist sehr gut. Genau das würde ich mir gerade wünschen, dass das passiert. Zack. So, da ploppt eine Einheit. Perfekt. Ja, da flieht jetzt halt eine Einheit von mir. Ich hoffe, die kämpfen jetzt trotzdem weiter. Oh ja, guck mal. Das war gut. Das war sogar sehr gut. Oh, oh. Und raus. Nein. Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Ah, der Typ schon wieder, ne? Ah, die wurden erwischt. Scheiße. Wollen wir uns natürlich nicht erwischen lassen. Dem wollen wir nichts zu tun haben, wenn wir es nicht müssen. Boah, killt die scheiß Ushabti, ey. Alter, der jagt die Pferde, der Typ. Das ist ja sowas von abnormal. Der stört richtig. Mhm. Ich führe gerade meine Units hier so durch. Um mir dann nochmal so einen Charge zu machen wie du. Meiner wird nicht ganz so effizient sein. Angriff und räumt auf, Jungs. Move.
will ich auch mal was sehen hier. Jawohl, die eine Einheit ist quasi weg. Die andere Einheit wird auch gleich weg sein. Boah, wie die jetzt hier gerade eben alle so richtig schon feuern können. Ja, jetzt geht's los hier. Munition ist alle. Meine Reiter sind bis zur Hälfte schon alle gestorben. Ah, Drecks, du schaffst die. Stell dich mal da auf. So, genau. Boah, da kommen diese miesen Schaptis, ey. Die sind so schnell, ne? Ich find's halt krass, wie feige meine Elfen sind, ne? Ja, ich muss da oben irgendwie ran und in den Rücken rein. Das müssen wir beide gerade eben irgendwie... Problem ist halt, der Moment, dass wir eine realistische Siegchance hatten, ist halt leider schon vorbei. Es geht inzwischen ja eigentlich nur noch darum, jetzt hier so viel Schaden wie möglich anzurichten. Oh, die Ushab, die sind mit dazu gekommen. Hm. Mist. Oh, die verlieren gerade eben gut, die Skelettspeerträger. Aber jetzt muss ich wieder raus. Wir sind kurz vorm Army Loss Penalty, ne? Ja, jetzt ist er da. Schade. Dabei waren die auch nicht mehr so gut. Ja, aber sie hatten noch Reserven, das ist das Problem. Aber guck dir das an. Ey. Wir haben den 1122 rausgehauen. Die haben eine Menge wichtiger Units verloren. Also der marschiert jetzt auf jeden Fall nicht mehr weiter. Und das ist das, was ich erreichen wollte, weißt du? Hättest du ein bisschen mehr Truppe gehabt. Nur ein kleines bisschen mehr. Vielleicht besetzt das nicht mal. Drei Units und ein Held hätten gereicht, ne? Vielleicht besetzt das nicht mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Doch, doch, der wird es besetzen. Ja. Nee, er reißt es nieder. Hm. Spannend. Er weiß, er kann es nicht halten, weißt du? Er ist echt übel. Also, du hast ja echt fiese Gegner im Norden, du. Meine Güte. Naja, multiple Gegner. Das ist das Problem, ja. Ich habe zwar viel Geld, aber auch viel Feind, ne? So, wer reitet denn da jetzt irgendwie wo weg? Markus Wulfhard, bist du das etwa? Huch. Ich habe da so einen Messerjockel, der da dich mal gerne sprechen wollte. Gespannt, weil Xeti dran ist. Aber ich glaube, wir müssen beenden, oder? Ja. Nur kurz einmal gucken, was Xeti macht und dann beenden wir. Alles klar. Boah, Bretonia ist unfassbar mächtig, sehe ich gerade eben vom Balken her. Auch Kaledor ist alles andere als ohnmächtig. Ja, Xeti ist gleich ist Xeti dran. Lass mal Kaledor kurz ziehen. Vielleicht sollte ich einfach Kaledor versuchen zu übernehmen. Ja, ja. Xeti läuft zu dir. Und damit sind sie Geschichte, ne? An der Stelle zumindest. Das war's. Okay, alles klar. Gut, dann. Jetzt wollen die Skaven wollen jetzt mit mir reden. Das machen wir in der nächsten Runde. Genau. Also, ciao, ciao. Haut rein, ciao.